Das ist der Mann mit einer Startnummer gewesen. Himorishi Kunikawa. Also mit dem würde ich mal reden an deiner Stelle. Der verdient die 66 auf der Verkleidung mal definitiv nicht. Ja, ich glaube, der fährt ja auch nächstes Jahr nicht mehr. Und jetzt hier wieder Attacke innen, Iannone. Ja. Bärenstark, Andrea Iannone. Viel Zeit ist nicht mehr. Schaut sich da oben, Italiener ja bei solchen Gelegenheiten ohnehin schmerzfrei. 8 Kilometer noch. Die Logik verstehe ich nicht. Überholt, ist vorne und guckt sich dann um. Was erwartet er dahinter? Er hat wahrscheinlich nur mal gezählt, wie viele sind da noch dran. Hat gehofft, dass sie sich in Luft aufgelöst haben. Haben sie aber nicht. Ja, und Simon, der drückt schon wieder. Elias. Elias ist auch dran. Der ist ja ein Tier auf der Bremse, das wissen wir ja. Schon auch ein Vollstrecker, wenn es in den letzten Runden geht. Auch als Champion Spanien verabschiedet man sich natürlich am liebsten mit einem Sieg. Und er fährt ja nächstes Jahr MotoGP bei Lucio Cecchinello mit der Kunden-Honda. Vorletztes Mal dieses Infield. Und da muss man schon den Plan haben oder einfach nur Risiko gehen. Das sind jetzt, glaube ich, die zwei Optionen. Abraham, der hat sich ja in Motegi gegen Alex De Angelis unten im Tunnel im letzten Streckenabschnitt auf sein erstes Moto2-Podest geboxt, muss man fast schon sagen. Und Iannone und Simon, die schenken sich nichts, aber die sorgen natürlich auch dafür, dass Elias, dass Abraham und vielleicht auch sogar noch Tom Lüthi da noch Podestchancen haben. War Tom fast ein bisschen weit weg jetzt. Auf jeden Fall ist eins klar, diese letzte Runde und Abraham, hier kommt Abraham. Innen ja. Gegen Elias. Oh, gibt's da wieder eine Berührung? Na, knapp nicht. Also von denen ist keiner ein Kind der Traurigkeit, das ist schon mal sicher. Und es sind nur noch 4 und ja, ein paar zerquetschte Meter zu fahren. 4 Kilometer gleich, letzte Runde. Über die Kuppe hier, da wird's Motorrad leicht. Dann kommt die letzte Kurve, anbremsen. Abraham wieder außen gegen Simon. Will da mehr Schwung holen, Schwung, genau. Anscheinend für die Gerade. Um hier früher ans Gas zu gehen und dann einfach den Windschatten zu haben. Mit 265 km/h circa, je nach Gegenwind hier, sind ja nur 800 Meter. Und Abraham, guter Windschatten jetzt für ihn von Julian Simon und der Weltmeister. Was macht der denn da? Boxt sich auch den Weg frei, innen vorbei an Abraham. Iannone, Simon, Elias, Abraham hat jetzt leicht abreißen lassen müssen. Das wird schwer, da nochmal wieder ranzufahren. Ja, da müssen die vorne schon Fehler machen. Viele Möglichkeiten gibt es nicht hier. Die ist eine Ecke von Julian Simon, muss aber zurückstecken. Iannone, Kampflinie, der weiß das, dass der Simon da stark und ist. Hinten Elias, der guckt auch mal innen vorbei. Und Simon macht auf und der Weltmeister, was macht er denn? Der fährt ins Kiesbett. Hier der Champion, verchromt, aber glücklos. Zu viel riskiert in der letzten Runde. Toni Elias, bitterer Moment für ihn. Das hat er sich anders vorgestellt, aber auch das ist wieder mal Moto2. Und ja, schau mal, wer dafür? Karel Abraham. Führt. Unglaublich, nur Elias hat da versucht, zwei auf einmal zu überholen in der Ecke. Das konnte wirklich nicht gut gehen. Karel Abraham führt das Rennen an. Letzte Woche Stefan Bradl mit seinem ersten Sieg. Diese Woche der Tscheche, Fragezeichen. Ja, ein bisschen Luft hat er. Wenn die sich dahinter nicht einig sind und Iannone wird gewiss noch mal eine Attacke starten, dann bin ich mal gespannt, wie es da in die letzte Kurve geht. Und dann ist vielleicht sogar noch Tom Lüthi der lachende Vierte, wer weiß es. Karel Abraham führt immer noch, die Überrundeten da Platz machen. Jetzt Iannone innen, ja. Gegen Simon. Andrea Iannone setzt er sich durch. Und Karel Abraham gewinnt sein erstes Moto2-Rennen. Sensationell. Hier, der Papa, der kann es gar nicht glauben. Was für ein Abschied aus der Moto2. Und jetzt die MotoGP mit der Kunden-Ducati. Gratulation an den Tschechen. Und verständlich natürlich, wie letzte Woche in der Fisman Kiefer Racing Box. Die Freude beim Papa, beim größten Fan und beim Sponsor natürlich. Alles in Familienhand bei den Tschechen. Tom Lüthi, guter Vierter am Ende. Starke Leistung. Zum Saisonabschluss WM-Platz 4 für den Tom. Und wir haben gerechnet WM-Platz 9 für Stefan Bradl in der ersten Saison in den Top 10. Schade mit dem Sturz, aber da sind wir zufrieden mit. Das macht Mut fürs nächste Jahr. Und nochmal das entscheidende Überholmanöver, ausgelöst von Toni Elias. Trotzdem natürlich unsere journalistische Pflicht. Nachgefragt bei Stefan Bradl. In der Box bei Stefan Bradl. Und Höhen und Tiefen, lieber Stefan, die liegen in unserem Sport sehr nahe beisammen. Das Wochenende lief gut. Dann ein kleiner Fight mit Kenan, aber der Sturz. Was ist genau passiert? Ja,
ohne Vorwarnung. Irgendwie ist mir das Vorderrad weggerutscht. Ich hatte mich echt wohl gefühlt und ich habe gewusst, dass ich mitfahren kann. Also ich habe mir echt, war alles in Ordnung. Iannone ist kurz weggefahren, er hat auch einen brutalen, im Infield war er echt eine Nummer. Aber der Rest war in Ordnung von mir. Und ja, dann ist halt das Vorderrad eingeklappt. Aber recht, also weißt du, völlig unvorbereitet und von daher, ja, schade, aber ich glaube, dass ich wieder gut dabei war und ist jetzt natürlich schade, aber ich glaube, der Eddie hat mir gesagt, ich bin in Valencia noch nie ins Ziel gekommen. Das ist jetzt natürlich, ich wollte es gut besser machen, aber naja. Ja, sorry nochmal, Stefan, für meine Aussage, die er da aufgegriffen hat. Ist nun mal Fakt. Jetzt haben wir halt den vierten Start in Valencia in der WM und das vierte Mal Nuller. Kann ja nächstes Jahr dann nur besser werden hier beim Saisonfinale. Karl Abraham, 20 Jahre jung. Erster Sieg, das erste Podest in Motegi. Auch er hat einiges weggesteckt und er ist natürlich happy. Wir sind gleich zurück hier, haben noch einiges für Sie zu bieten in Valencia bei der MotoGP. 25 Jahre GSXR. Feiere mit und gewinne mit Suzuki zum Jubiläum eine GSXR 1000 im Wert von 14.000.